Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Base, hier bei Heisenberg zockt. So, sie drehen, machen und tun, das ist sauber, was wir fast vergessen hätten. Schlurz, runter mit der Haube, denn wir wollen ja sehen, was hier passiert oder eben nicht passiert. Nämlich, ja, in Sachen, oh guck mal, ja, also Ersatzteile haben wir wieder. Machen wir noch mal ein paar Halbleiter, das wäre wichtig. Denn, wo haben wir es denn gleich nochmal? Die Robby-Kollegen, genau, wir haben ja zwei solche Automaten mittlerweile. Ja, Halbleiter fehlen und hier, da fehlt Eisen und Halbleiter fehlen ebenfalls. Ja gut, müssen wir ein bisschen Geduld haben. Wo sind wir denn stehen geblieben? Hier hinten, genau. Da haben wir jetzt so eine Konsole drin, da brauche ich nur allerdings noch, ja, eine Wache. Das würde heißen, wir müssten hier mal kurz, ne, falsch, wo war es? Hier, Landeerlaubnis, bei den Kolonisten das Ganze entsprechend ändern. Ich werde euch gleich sagen, warum das jetzt runtergeht. Das ist relativ einfach. Damit das hier rauf geht bei der Wache. So ist natürlich dann einfach fast klar, dass mit der nächsten... Oh, da kommen gerade welche. Mit der nächsten Ladung dann tatsächlich Wachen kommen. So, was haben wir denn jetzt gekriegt? Eine Arbeiterin. Und ich glaube, das andere müsste wahrscheinlich ein Biologe gewesen sein. Der geht gerade durch die Schleuse oder sie. Jawohl, Biologin. Gut. Und dann müssen wir dann irgendwie auch mal wieder ein bisschen zumachen. Wobei, Nahrung haben wir. Das ist eigentlich auch kein Problem. Man sieht jetzt hier tatsächlich... Wir haben eigentlich mehr Nahrung, also Grundstoffe, als Essen. Das heißt, wir haben wahrscheinlich immer noch zu wenig solche Essensfertiger. Oder die Wege sind zu weit. Das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit. Werke gibt es hier wieder bestens. Das passt. Ja, das können wir so laufen lassen. Wir haben sogar ein bisschen Geld hier. Schweizer Bank. Eisen haben wir auch. Erz haben wir auch. Ja, lassen wir laufen. Stellen ein bisschen schneller. Hier hinten. Genau, da brauchen wir noch massenhaft Eisen. Und wir brauchen dann nochmal massenhaft Eisen. Nämlich, wenn wir hier den Raumhafen hinstellen. Deswegen könnte man... Wisst ihr was? Wie sieht es denn aus mit den Erzen? Da haben wir zwei. Wir stellen hier mal noch so einen Eisenkollegen hin. So, dann haben wir hier dreimal Bioplastik und einmal Eisen. Müsste eigentlich funktionieren, dass das irgendwie läuft. Hier Essensfertiger. Hier hinten haben wir auch noch die Möglichkeit... Oh, da wird... Ja, gibt es denn sowas? Guck mal, da ist doch tatsächlich jemand dran, Arzneimittel herzustellen. Und wir haben sogar welche. Cool, dann läuft das auch. Eben hier können wir natürlich theoretisch noch weitere Essensfertiger reinstellen. Wenn wir es denn brauchen. Aha, hier eine Wache. Und du bist nochmal ein Biologe, ein Sanitäter. Sehr gut, also eine Wache haben wir. Das heißt, hier kann tatsächlich jemand das Ganze überwachen. Oder brauchen wir da noch irgendwas? Ein Teleskop oder so? Ich glaube eben nicht. Beziehungsweise, Moment... Wegweiser brauchen wir im Moment gerade nicht. Funkantenne, Möglichkeitsschiffe. Genau, die können wir kontaktieren. Dafür brauchen wir aber wieder eine Konsole. Sehe ich das richtig? Brauchen wir denn für die Sicherheit etwas? Ja, das ist auch nicht, was ich suche. Hier könnten wir sogar die Meteoriten noch abfangen. Genau, und hier, das wäre ein Blitzableiter. Brauchen wir auch nicht, weil wir hier keine Gewitter haben. Monolith ist wieder eher etwas Optisches. Ich frage mich gerade, was können wir denn hier noch reinstellen? Eine Waffenkammer. Hat man die nicht eh schon? Ich stelle die mal hier rein. Ich dachte, das hätte ich schon gemacht. Das war eine. Oder habe ich es dann wieder... Ich glaube, ich habe sie da weggenommen. Moment, ich möchte, bevor ich es kaufe, erst wissen, was es ist. Ein Teleskop. Überwacht ein Teleskop von hier aus. Okay, die Funkkonsole. Eine Funkantenne. Und der hier ist eben für die Eindringlinge verantwortlich. Ich glaube, kann man nicht jetzt hier dann eben auf einen Knopfdruck... die ganzen Eingänge schließen. Das wäre ja noch eine Idee gewesen. Da ist aber schon tatsächlich der Kollege am Arbeiten. Sehr gut. Das heißt, das Ganze wird jetzt überwacht. Dann könnte man den Raumhafen im Prinzip in Angriff nehmen. Das Problem ist halt, wir haben zu wenig Eisen, wenn wir hier hinten eben gerade noch an diesem Solarmodul dran sind. Ist ja was kaputt. Achso, nee, das haben wir auch deaktiviert. Wobei, jetzt haben wir dann einen Waffenschrank. Wisst ihr, was das aktivieren wir wieder? So, aber schön wäre halt tatsächlich, wenn sie die Priorität hier bei den Halbleitern hätten. Ist halt schade, dass man die Maschinen nicht direkt priorisieren kann. Man kann immer nur ganze Abteilungen priorisieren. Ein Lager wollten wir auch noch haben. Ja, das wäre auch noch wichtig. Irgendwo hier. Ich guck mal nochmal schnell. Wegen dem Raumhafen. Der passt hier hin. Dann wird aber hier hin kein Lager mehr passen. Dann müssen wir das hier hinten haben. Und da brauchen wir hier nochmal einen Eingang. Wenn wir dich hier hin machen, kriegen wir dort nochmal einen Eingang hin. Die Frage ist halt, soll ich das jetzt echt schon angehen, wenn wir halt hier hinten im Prinzip die Eisen auch noch brauchen? 5 Stück benötigen wir da noch.
Ja, schwierig, weil ich möchte die Jungs hier nicht überfordern. Das ist natürlich auch ganz klar. Wird hier gerade mal noch gebaut? Ne, da ist einer kaputt. Ach so, ja, hier fehlt natürlich auch immer noch die Reparatur. Dingens, Autobordreparatur. Aber da brauchen wir auch wieder Halbleiter. Wir kommen halt nicht so in die Gänge mit Halbleitern. Und wenn wir jetzt das hier hinstellen, werden sie wieder zuerst die Halbleiter brauchen, um das zu reparieren, beziehungsweise nicht reparieren, hinstellen. Und dann kriegen wir die Halbleiter wieder nicht für die Robbys. Ich mach's trotzdem mal, weil wir brauchen das Teil. Kommt da gerade wieder ein Kollege? Nein, ein Handelsschiff. Brauchen wir irgendwas? Oh, hier. Patent für Massenspeicher. Aber 400 werden wir nicht hinkriegen. Da haben wir nochmal Bioplastik und Eisen. Wir bräuchten eigentlich Eisen. Ersatzteile haben wir. Ich guck mal, wenn ich hier auf 20 runtergehe. Das lassen wir. Das lassen wir. 35. 1 zurück. 48. 24. Dann hätten wir wenigstens ein Eisen. Das Problem ist, wisst ihr was, das lassen wir, weil das könnte man jetzt schon machen. Dann haben wir aber als Ergebnis einmal Metall. Und dafür müssen sie wieder alles das hier zum Raumschiff raustragen und dann werden die Leute wieder gebunden. Beziehungsweise abgehalten davon, was sie eigentlich tun sollten. Machen wir dieses Mal nicht. Bitte wegfliegen, Kollege. Wir könnten aber theoretisch den Eingang schon mal machen. Macht das denn Sinn? Hier ein Eingang, der kann eigentlich dann tatsächlich nur von den Leuten vom Raumhafen genutzt werden. Aber wenn wir halt hier noch ein Lager machen, macht es natürlich schon Sinn. Ich guck mal schnell. Ja, das würde hier hinpassen. Hier oben. Ebenfalls. Ja, ich würde es eher hier hin machen. Und dann kann man vielleicht hier rein. Wobei, da müssen wir da aufpassen. Nicht, dass hier dann irgendwie Wasserspender etc. flöten gehen. Ja, dich machen wir mal. Und hängen dich. Zack, da rein. Das müsste funktionieren. Dann haben wir hier den Eingang. Dann haben wir hier dann den Raumhafen. Und hier hinten gibt es nochmal ein Lager. Da könnten wir auch schnell schauen. Lager, Lager, Lager. Da. Vielleicht sogar mal ein bisschen größer. Also da rein, hier durch. Oder wir machen es hier hin. Dann müssen sie hier mitten durch die Kantine durch. Das müssen sie aber sowieso. Wenn ich dich hier hin mache, das geht nicht. Also das würde schon gehen, aber dann ist es vorbei hier mit dem Raumhafen. Das möchte ich nicht. Ich mache dich hier hin. Dann haben wir einen relativ kurzen Weg. Und dann machen wir dich wirklich in der Größe. Geht hier was flöten, wenn ich das mache? Nee. Da haben wir Glück gehabt, die Videowand, die bleibt. Sehr gut, können wir so laufen lassen? Ich mach schneller. Habe ich jetzt ihm noch gar nicht gesagt, dass er gehen kann? Offensichtlich nicht. Gut, guten Flug. Wir sind auf vierfachem Tempo. Es wuselt, macht und tut. Halbleiter. Halbleiter wäre natürlich auch etwas, was wir dann irgendwann mal noch kaufen könnten. Wenn wir halt tatsächlich nicht genug Halbleiter haben. Und wisst ihr, was ich jetzt hier noch mache? Nochmal Halbleiter. Zack, hier rein. Dankeschön, weil wenn wir die schon brauchen, dann geben wir denen auch die Möglichkeit, dass sie die Maschinen dann dafür haben. Aha, die Luftschleuse steht, hier fehlt noch die Verbindung. Und hier wird fleißig trainiert, sehr gut. Das hilft den jungen Leuten wieder, Zufriedenheit zu generieren. Passt, hier liegt tatsächlich was rum. Ein Erz, okay, dafür haben wir Robbys. Wir haben 4 Stück, wir hätten gerne noch mehr. Und jetzt haben wir da keine Ersatzteile mehr. Müsste aber auch angehen. Das ist Halbleiter. Hier Ersatzteil. Da fehlt Eisen. Wir haben ein bisschen Eisenproblem allen Ernstes. Oh, kommt ein Sandsturm? Ja, da kommt ein Sandsturm. Zumachen. Kann ich noch nicht zumachen. Da fehlt die Verbindung. Wo ist der andere Eingang? Hier unten. So, geschlossen. Weil ich muss gestehen, ich weiß im Moment gerade noch nicht, wie das genau geht, dass man die alle zusammen... Ach, man kann Alarmstufen ausrufen. Jetzt weiß ich es wieder. Moment, das wäre aber, glaube ich, eben hier. Technologie, Meilensteine, Sicherheitsding. Genau, da können wir Warnungen ausgeben. Das ist, wenn wir keine Warnung haben. Alarmstufe gelb. Wenn Alarmstufe gelb auf der Basis herrscht, bleiben alle Kolonisten drin. Rufen wir das mal aus. Arbeiten Sanitäter und Wachen länger. Bei rot bleiben sie drin. Genau, und dann bekämpfen sie Eindringlinge. Gut, also gelb haben wir. Das heißt, wir können hier wieder aufmachen, weil sie gehen sowieso rein. Beziehungsweise, sie würden gerne rein, wenn sie könnten. Man sieht es hier. So, jetzt düsen sie rein. Und hier unten machen wir auch auf.
Gut, finde ich eine gute Idee mit diesem Alarm. Abgesehen davon, dass es auch irgendwie cool klingt. Der hat jetzt aber noch ein paar Meter. Hier, das müsste er halt noch hochziehen. Brauchen wir da noch Eisen? Da brauchen wir auch noch Eisen. Gut, wenn da mal der Händler kommt, die müssen Eisen kaufen. Weil da kommen wir jetzt tatsächlich nicht mehr hinterher. Bei den Erzen ist okay. Oder sollen wir denen nochmal sagen, sie sollen in der Mine... Ja, nee, Erze hätten wir hier, zwei Stück. Gut, jetzt haben wir natürlich wieder Verletzte. Hier ist aber leer, das ist im Moment gut. Halbleiter wurde gebaut. Da brauchen wir einfach wieder die Bestandteile, sonst bringt das Teil so natürlich noch nichts. Und hier haben sie aufgehört zu arbeiten im Moment. Okay. Könnt ihr machen. Ich bleibe mal in dem Tempo. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, wenn hier Gefahr herrscht. Wenn man da nicht wie in ihrer Ruhm macht. Jetzt haben sie halt das Eisenteil wieder hier hingebracht. Obwohl das tatsächlich nicht Priorität Nummer 1 wäre. Wir bräuchten das Eisen. Ja, sowieso hier hinten. Ganz klar, immer noch 5 Stück. Aber wir bräuchten die Eisen eben auch, um hier zu arbeiten. Wobei, jetzt wird hier weitergearbeitet. Sehr schön. Das heißt, wir kriegen wieder Ersatzteile. Ja, das Lölö lassen wir mal noch ein Momentchen. Weil wir sehen, der Sandsturm hält an. Da brauchen wir auch wieder Eisen. Okay, ihr müsst jetzt halt ein bisschen in den sauren Apfel beißen und hier Eisen herstellen. Und zwar die Kollegen Arbeiter. Weil ich muss hier mal das Ding jetzt nochmal ändern. Die Landeerlaubnis. Sonst kriegen wir nur noch Wachen. Das kann es auch nicht sein. Machen wir das mal irgendwie ausgeglichen. Mal gucken, ob ich das irgendwie ausgeglichen hinkriege. Vielleicht mit ein paar Wachen weniger. Ja, Arbeiter, Biologe, Ingenieur. Ich denke, wir lassen es mal so. Da könnte man die Standardeinstellung wieder aufrufen. Bestens. So, der Sandsturm ist vorüber. Cool. So, wir werden dann den roten Alarm auch mal noch auslösen. Zur Not einfach mal testweise. Aber ich glaube, wir brauchen den dann tatsächlich wirklich noch. Wenn dann eben... Ja, hier Feinde ankommen. Gut, Antenne etc. müssen wir noch nicht machen, solange wir den Raumhafen nicht haben. Und beim Raumhafen ist halt wirklich das Problem, da brauchen wir einfach 10 Eisen, sonst gar nichts. Und dann ist dieses Solarmodul vielleicht ein bisschen mühsam. Dahingehend, dass wir, ja, da das ganze Eisen verbraten. Oh, ein Kolonistenschiff. Das hier im Auge behalten. Wie viele kommen? Gleich nochmal 2. Das sind ja beides nochmal Sanitäter, sehe ich das richtig? Tatsächlich. Okay, jetzt haben wir aber wirklich genug Sanitäter. nochmal hier kurz gucken. Sanitäter. Ja, haben wir jetzt. Gehen wir nochmal eins runter. Gut. Sanitäter wachen hier gleich. Ja, lassen wir so. Wie viele Leute haben wir? 41. Das heißt, wir haben wahrscheinlich dann irgendwann schon wieder Probleme, dass wir zu wenig Betten haben. Deswegen gehe ich das hier mal noch an. Da passt hier nochmal eins hin. Jawohl, sehr gut. Dann haben wir 5 Stück hier für 5 Leute. Das ist natürlich wirklich ein Luxusding. Weil wenn wir so viele Leute haben, wir werden wahrscheinlich nicht dran vorbeikommen, noch irgendwie nochmal so ein Oldschool-Teil zu machen. So eins hier. Allerdings, man sieht im Moment, es ist aber auch Tag. Also im Moment haben wir hier keine Probleme. Dafür stehen hier die Windräder. Wir haben keinen Wind. Ist aber kein Drama. Dafür haben wir die Kollektoren. Und wir haben ja vorgesorgt hier, dass dann... Ja, wenn wir da mal so weit sind, hier nochmal so ein großes Solarteil steht. Gut. Der hat noch keinen Sauerstoff, aber hier fehlt halt tatsächlich immer auch noch Eisen, damit die Verbindung dann gemacht werden kann. Ist aber jetzt kein Drama, weil den Eingang, den brauchen wir jetzt nicht zwingend. Den brauchen wir dann wirklich primär dann, wenn wir den großen Raumhafen haben. Ich würde ihn irgendwie gern, ich hätte ihn jetzt gern. Ich finde den cool. Ich mache ihn mal, auch auf die Gefahr hin. Ja, dass wir da eine gewisse Gefahr haben. Ja, und alles schön verbunden, wunderbar. Ich weiß, das kostet alles wieder Ressourcen, aber das ist doch cool. So sieht das auch ein bisschen nach was aus. Und der Eingang hier, der ist natürlich wirklich relativ gut. Weil, ich sag's nochmal, sie können hier rein, hier durch und hier hinten die Sachen im Lager abliefern. Das ist schon mal bestens. So, ja gut, jetzt lassen wir mal das Ganze laufen. Ich gehe auf vierfache Geschwindigkeit. Weil immer nur bauen, bauen, bauen führt dazu, ja, dass sie eben wirklich alle Ressourcen hier für die Baustelle brauchen. Und wir keine Ressourcen mehr haben hier für die Herstellung von, ja, Ersatzteilen und, was wir sonst noch alles brauchen. Das kann es nicht sein. Ja, Bett wurde gebaut. Es läuft aber schon besser, denke ich. Diese 4 Robbys, die wir haben, die machen halt tatsächlich schon ein bisschen einen Unterschied. Das ist ganz klar. Da kommt schon wieder ein Schiffchen, höre ich gerade. Oder doch nicht? Nee,
Das war ein anderes Geräusch. Doch, da kommt eins. Okay, runter mit dem Tempo. Ein Händler. Haben Sie Eisen? Sie haben Eisen. Oh, und Sie haben hier das Patent für die Goliath-Turbine. Die wäre ja auch großartig. Weil die generiert doch relativ kräftig, logischerweise. Energie? Er hat Ersatzteile dabei. Ja, möchte ich eigentlich nicht unbedingt. Ich hätte gerne Halbleiter gekauft. Hat er keine. Wenn wir mal noch so ein Teil dazu nehmen. Und alle Eisen. Und hier auf 20 gehen. Oder in Richtung 20. Das müsste eigentlich funktionieren. Jawohl, das funktioniert. 95, 93, da hätte ich gerne noch. Ja, das geht genau wieder nicht. Okay. 95, ja, 12, okay. Passt. Jetzt werden sie aber wieder eine Weile die Sachen natürlich raustragen müssen. Da können wir auch wieder rauf mit dem Tempo. Dafür haben wir eben tatsächlich den Effekt, dass wir jetzt Eisen haben dann. Und zwar ohne, ja, ohne Wenn und Aber. Wobei, wir müssen primär wirklich selber produzieren, weil man sieht schon, der Handel ist halt relativ teuer. Wir müssen jedes Mal eine Kommission bezahlen. Oh lala, hier, Luftschleuse. Kommt dann gleich mal. Ja, da kommt der Bau-Robby. Zack. Und dann haben wir hier einen Eingang. Sehr gut. Jetzt sind die Ersatzteile wieder erschöpft. Also wieder einer dran. Da haben wir halt nur eine Kiste. Sehe ich das richtig? Ja, zweimal Halbleiter Fertigung. Im Prinzip könnte man das Teil hier wahrscheinlich abbauen und hier nochmal für Ersatzteile was machen. Weil uns fehlen hier sowieso immer die Ingredienzien. Wobei, es sind die gleichen wie bei den Ersatzteilen, aber die Ersatzteile, die werden eher gemacht. Das ist auch nicht unvernünftig, weil die brauchen wir zur Existenz. Die Halbleiter, die brauchen wir in dem Sinn nicht zur Existenz, die brauchen wir, damit wir eben die Robbys etc. bauen können. Ist also schon nicht unlogisch, denke ich. Das hier ist die Waffending. Wie viele Waffen haben wir eigentlich? Wir sind doch hier eigentlich am Waffenbau. Halt, da kommt schon wieder einer. Halt, das sind ja schon wieder Kolonisten. Ein gelber und ein weißer, sehe ich das richtig? Das ist nochmal ein Biologe. Ne, das ist nochmal eine Wache. Dann haben wir zwei Wachen. Das ist okay. Und du warst gleich nochmal ein Ingenieur. Ist auch okay. Gut, so kehrt dann hier langsam Sicherheit ein. Das könnte ja auch nicht schaden. Hier liegen schon tatsächlich wieder Eisen rum. Hier sind wir immer noch bei den 5. Das wird also sozusagen zurückgestellt. Und das hier hat Priorität. Und hier hinten, da stapeln sich tatsächlich die Bioplastik. Das ist ja mal ein Bild. Wo wir doch immer Probleme hatten mit dem Bioplastik. Schön. Läuft. Essen können wir lassen. Wir könnten hier natürlich nochmal so einen Essensfertiger reinstellen, ganz einfach auch, weil wir mit dem natürlich Handel betreiben können, mit dem Retortenfleisch. Na, wir lassen es mal. Wir lassen es jetzt mal laufen, habe ich gesagt. Und dann machen wir das jetzt auch mal. Ich stelle mal ein bisschen schneller. Eine Kneipe gäbe es dann auch mal noch. Wenn wir jetzt hier den Multidom haben, würde ich die Kneipe, das Restaurant, vielleicht eher hier hinten hinstellen. Ich werde mal schnell gucken. Wir bauen das noch nicht. Gucke eher, ja, das würde perfekt hier hinpassen. Das wäre gerade mal in der Nähe der Wachen. Natürlich verlockend, aber ich hoffe, die werden hier nicht als Erste dann gleich antanzen. Ja, irgendwie da eine Bar. Das hat doch was. Hier können sie essen. Hier nochmal ein bisschen Luft schnappen beim Sauerstoffgenerator und dann geht es dort ab in die Bar. Weil Bier kann man auch kaufen, kann man auch herstellen. Ich dachte eben auch aus Stärken. Bin ich jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Werden wir mal rausfinden. Sobald wir eine Bar haben. Wieder ein Schiffchen. Kolonisten. Langsam, langsam. Das sind, glaube ich, zwei Biologen. Jetzt müssen wir aufpassen. Da kommen fast zu viele. Biologe und nochmal eine Wache. Gut, jetzt haben wir zu viele Wachen. Moment. Wache geht hier runter auf 0. Und hier gehen wir mal rauf. Sanis brauchen wir auch nicht mehr so viele. Wir bräuchten Ingenieure. Ja, Moment. 5% von denen. Ingenieur 30. Hier eins runter, hier eins rauf. Noch 5% Sanitäter. 30, 35, 35. Ich denke, das könnte man so mal lassen. 46 Leute, 4 Robbys. Die Nahrung, das passt. Beim Sauerstoff müssen wir dann wahrscheinlich langsam gucken. Energie, das kennen wir. Hier haben wir den Speicher. Das ist also nicht so schlimm. Wasser ist okay. Und Sauerstoff. Ah, gut, wir haben natürlich nochmal einen Generator hingestellt. Das heißt, jetzt haben wir Sauerstoff für 80 Leute. Und 46 sind wir, da müssen wir im Moment auch nichts machen. So, okay, wieder rauf mit Tempo. Ich habe das Gefühl, die freuen sich schon auf die Kneipe. Die ahnen, dass es demnächst sowas gibt.
Und ich würde ja glatt nochmal irgendwie wirklich nicht so ein Kajütending, sondern so einen Schlafraum spendieren. Das Problem ist halt, das ist auch so ein T-Gebäude. Das heißt, da können wir dann nicht mehr anbauen. Das ist dann wieder die Frage, wo machen wir das hin? Zum Beispiel hier hinten, dass wir hier raussiedeln können. Weil hier vorne, man sieht es, da haben wir noch genug Platz. Nein, jetzt mal so hier rüberdüsen. Ja, so eine gewisse Größe haben wir. Ich weiß aber, dass das natürlich noch viel, viel größer geht. Jetzt haben wir doch keine Ersatzteile mehr. Echt, Leute? Ja, weil wir das ganze Eisen natürlich jetzt hier verbraten. Ja, es ist nicht ideal. Da brauchen wir nochmal 5 Eisen. Wir müssen dringend Eisen handeln nochmal. Haben wir ja schon, jawohl. Aber wir brauchen weiteres Eisen, weil sonst fließt das eben hier ein, statt dass es hier nehmen. Da ist aber gerade einer. Ah, nicht so schnell. Ich muss doch wissen, was ihr macht oder wer ihr seid. Nochmal ein Biologe, okay. Und der zweite. Ein Ingenieur. Gut, lassen wir laufen. Passt. 48. Ich würde sagen, 2 je nehmen wir noch. Und danach werden wir dann wieder mal die Schleusen ein bisschen zumachen. Aber wir brauchen halt die Ingenieure. Hier ist wieder ein Robby kaputt. Sprich, der muss wieder repariert werden. Da haben wir noch nichts drin. Okay. Wir bräuchten dann schon Knarren. Weil sonst wird es dann gegen irgendwelche Eindringlinge relativ mühsam. Wenn die dann die... Weil die erschießen einfach die Leute, die hier sind. Und das ist natürlich schlecht. Wenn das dann gerade Alisanis sind, dann hat man wieder Game Over. Weil ohne Sanitäter geht es nicht. Sobald sich einer verletzt, der wird nicht mehr heile, wenn wir keine Sanitation haben oder wenn wir eben keinen Sanitäter haben. Hier wird eh gerade jemand verarztet, wie man sieht. Ja, der hat irgendwas. Oder sie wahrscheinlich. Da kriegt er Medikamente, sehr gut. Dann ist sie wieder heile und ist wieder voll einsatzfähig. Man sieht, wir haben ja noch weitere Plätze hier, weitere Betten. Er ist wieder eine Bergarbeiterin, das ist halt wirklich... Dass die Bergarbeit hier gefährlich ist. Da bräuchte nur dann jemand den Bohrbot, aber davon sind wir noch ein bisschen entfernt. Hier, die Reparaturding, die wartet natürlich auch noch auf die Halbleiter, das wissen wir. Und Halbleiter werden hier gerade nicht produziert, da fehlt... Ja, das Eisen. Jetzt haben wir tatsächlich Bioplastik, haben wir überall. Selbst hier in der Waffenwerkstatt. Auch hier bei den Ersatzteilen. Jetzt haben wir Eisenmangel, weil wir natürlich überall Eisen brauchen. 10 Stück brauchen wir hier für den Raumhafen. Und hier hinten waren es, glaube ich, insgesamt 7 oder sowas. Und mit den Schleusen zusammen sind es dann natürlich gleich nochmal 2 mehr. Ja, Energie ist okay. Hier haben wir sogar noch einen leeren Dingens. Sehr gut, ohne Wind. Mit nur ein bisschen Sonne. Aber genau dafür haben wir ja eben die Kollektoren, dass wir noch keinen Wind haben, die hier nicht arbeiten. Wir noch keine Sonne haben. Hier das Solarmodul nicht arbeitet, dass wir dann eben... Ja, von dem zehren, sozusagen, was wir gespart haben. Spare in der Not, dann hast du das Campmann. So, ein bisschen dreht es schon wieder. Ja, ach, können wir eigentlich wieder rauf mit dem Tempo. Und gucken, was hier so passiert. Das Lager ist auch noch in Arbeit. Auch hier fehlt Eisen, uns fehlt überall Eisen. Aber jetzt produzieren wir hier ein bisschen mehr, als wir brauchen. Das heißt, damit können wir eben wirklich dann Handel betreiben. Ja, ich warte im Prinzip, genau, ich höre schon, ich warte darauf, dass nochmal ein Schiff kommt. Ja, doch, da ist es. Bist du ein Händler? Ne, nochmal Kolonisten. Okay, wir gucken und aber nachher machen wir für ein Momentchen zu. Ja, gleich 3 Stück. Biologen, eine Ingenieurin und 2 Biologen wahrscheinlich. Na? Ja, Biologin. Gut, also, sonst... Ja, die fressen einem halt die Haare vom Kopf. Das ist ein bisschen das Problem. Zack, nehmen wir das wieder raus. Weil wir haben jetzt genug Leute mit 51. Wir haben gar nicht so viele Schlafplätze. Da schlafen sie wieder auf dem Boden. Das ist ja auch nicht, was man will. Ja gut, liebe Freunde. Ich denke, cool. Jetzt haben wir dann bald einen Raumhafen. Hier hinten ein Lager. Wir haben hier einen Eingang. Ja, ja, das klappt schon. Das ist hier tatsächlich auf einem guten Weg. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss!